Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Far Cry 5. In der letzten Folge haben wir wieder so ein paar Nebensachen gemacht und zum Schluss wieder ein Rennen bei Klatschnixen. Und da sind wir dann hier in diesem verlassenen Dorf geendet, wo diese ganzen Puppen rumstehen, warum auch immer. Oh, der mäht gerade Rasen. Viel Spaß noch. Oh, Entschuldigung. Die beiden da vorne kennen wir auch schon auf der Bank. Ja. Der will mal eine Schippe abkriegen vielleicht, der Tankwart. Hä? Wie wär's? Hä? Lol. Lol. Wie geil war das denn gerade? Treffen wir den da hinten auch? Nee. Jetzt aber. Das ist irgendwie lustig. Aber wir gehen weiter und befreien die Region. Oder wir machen eine Mission. Fauler. Da gehen wir mal hin, Leute. Mal gucken, wer das ist. Ich gehe mal darüber zum Fauler. Der ist bestimmt da oben bei dem Haus, kann ich mir vorstellen. Aber es ist eine hübsche Gegend hier. Mit dem Flusslauf und dem und der kleinen Brücke da drüber. Ist sehr idyllisch. Wie so viele Orte hier in Montana. Muss ich schon sagen. Ist schon echt schön. Wenn nicht gerade die Sektentypen noch wären. Oh. Ja, hier steht das Benzin wieder. Wie wär's denn, wenn ich das mal da reinschubse? Geht das? Nee. Das geht nicht. Irgendwie. Keine Ahnung. Wir gehen weiter lieber. Sonst sterben wir gleich noch. Okay. Oh, was ist denn das da hinten, Leute? Geil. Ein Hirsch. Eine Hirschstatue aus Stein. Wie cool. Hier ist er ja. Hallo Kumpel, wie geht's dir? Hey, du gehörst besser nicht zu diesen Wackelkopf-Dieben von der Sekte. Ich bin übrigens Dave, der Fauler. Hi. Wade und ich leiten das Fangzentrum gleich die Straße runter. Kenn ich. Ich sag dir was, Wade kümmert sich nur um die Tiere. Ich hingegen befasse mich tatsächlich mit den Verkäufen. Besonders diese Cheeseburger-Wackelkopf-Figuren, das war meine Idee. Und dann hat Jacob praktisch alles mitgenommen. Ich hatte Glück, mit dem bisschen zu entkommen. Das wirkliche Problem ist aber, dass sie meine Cheeseburger-Wackelkopf-Figuren geklaut haben. Hast du eine Ahnung, was die wert sind? Das sind verdammte Sammlerstücke. Ehrlich, die sind total beliebt im Ausland und so selten. Ich wäre reich, wenn ich die online verkaufen würde. Also, wenn wir je wieder Internet haben. Wenn du dir nicht sicher bist, wie sie aussehen, dann findest du eine da drüben auf dem Tisch. Das ist die einzige, die die Schweine gelassen haben. Bastard. Oh mein Gott, du hast welche gefunden? Ja, hab ich. Bitte, was auch immer du tust. Finde auch die anderen. Mache ich. Danke, Kumpel. Kein Thema. Also haben wir wieder eine neue Nebenquest, die wir nebenbei, ja, machen können. Wir brauchen noch 5 Wackelfiguren. Die können wir ja nicht mitnehmen, oder? Wusch. Nee, die können wir, glaube ich, nicht mitnehmen hier. Schade. Es ist aber auch seine. Kann ich ja verstehen, dass er die nicht abgeben möchte. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir uns einfach mal in das neue Gebiet, obwohl... Das hier gehört ja noch zu Faith, die Seite des Flusses. Und dann machen wir einfach mal von hier aus den Außenposten da drüben. Lorna's Truck Stop. Eden's Gate hat das ganze Benzin von diesem Ort abgezapft. Ihre Konvois kommen hier durch. Okay, das machen wir, Leute. Auf geht's. Okay, Leute, ich bin auf dem Weg zum Außenposten. Ich wollte gerne noch was Organisatorisches sagen bezüglich der Folgen und der Upload-Zeiten. Ich hatte gestern angefangen mit der ersten Folge von State of Decay 2. Das wird sich jetzt alle 2 Tage abwechseln mit Assassin's Creed Origins, mit dem DLC davon. Und das heißt dann, dass ein Tag 18.30 Uhr State of Decay 2 kommt und der andere Tag dann Assassin's Creed. Und jeden Tag um 16.30 Uhr kommt dann Far Cry davor. Und das soll erstmal so die nächsten Tage weiterlaufen. Und ja, dann machen wir das erstmal so und gucken mal, wie es dann weitergeht. Aber okay, wir sind da. Da sind auf jeden Fall ein paar. Da oben ist aber bestimmt noch ein Sniper, genau. Okay, den holen wir uns als erstes, würde ich einfach mal sagen. Aber nicht so. Ich kann den wegen dem blöden Logo nicht sehen. Wir müssen näher. Das ist eine richtig fette Kuh. Guckt mal da vorne. Wie cool. So, die schon mal weg da vorne. Die sind auf irgendwas gerichtet.
Oh, da sind noch mehr. Die sind von irgendwas aufmerksam geworden. Aber von was? Man weiß es nicht, Leute. Okay, ich muss mich erstmal bedeckt halten. Vielleicht muss ich auch erstmal hier von der Seite angreifen. Sonst wird das ein bisschen gefährlich. Kann das sein? Ist ja schön, dass der... Oh nein. Sie haben es gesehen, Leute. Okay, ich muss hier weg. Ich wurde entdeckt, verdammt. Nein. Weg hier. Hört auf mich zu beschießen, bitte. Hier ist auch ein bisschen Fleisch. Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht. Mach mal das hier. Und... Peng. Ach, war zu kurz. Schade. Ja gut. Ich glaube, ich habe da unten gerade einen Bär hingelockt, ja, mit dem Fleisch. Ist auch nicht schlecht, ne? Vielleicht holt er ja einen. Hoi. Die haben sich gerade selber abgeworfen. Mit der Granate. Wunderbar. So, der schon mal hinüber. Noch 4, 5 Stück, glaube ich, die da fehlen. Der Hilfe rückt von Westen her an. Auch noch. Das ist schlecht. Ich habe nicht getroffen. Mist, jetzt ist er hier. Er hat mich gesehen hier oben. Nein. Ich muss jetzt Halligalli machen. Komm, Halligalli. Tschüss, mein Freund. Ich muss mal hier rein. Okay, soweit so gut. So, der ist auch weg. Da kommen die Verstärkung oder was? Oh ja. Ja. Alter Schwede, Hilfe. Jetzt geht's ab. Wow. Den habe ich aus der Entfernung one-hitted. Nice. Aua. Jawohl, der ist auch weg. Wunderbar. Kann er mal hier hinten verstecken. Ein bisschen... Ah, da kommt die Verstärkung. Ja. Jawohl. Oh, ich würde mich... Ich habe mich selber damit getroffen. Shit, shit, shit. Nicht treffen lassen jetzt, bitte. Huiuiui, das war knapp. Aber es hat geklappt. Dann am Ende. Auch wenn es knapp war. Wo ist denn der Typ, der mich anschießt? So, der ist auch hinüber, falls er nochmal befreit wird. Oh. Was war denn das? Lol. Okay. Der war also schon im Haus. Na gut. Da höre ich noch einen. Ach, hi. Grüß dich. Jawohl. Das war's mit dem Außenposten, Leute. Sehr gut geklappt. Nice. Das ging recht fix, ne? Da kommen unsere Freunde, die genau sofort den Außenposten belegen und wieder auf Trab bringen. Wunderbar. Sehr geil. Es sind noch einige Sachen zum Looten, die werden wir uns erstmal mitnehmen. Können wir denn hier rein? Hier ist... Dieser Truckstop ist wichtig für die Absicherung der Region. Da er jetzt wieder in der Hand der Cougars ist, bringen wir ihn noch schön in Schuss. Dann können wir ihn zum Auftanken nutzen. Gute Arbeit, Rookie. Danke, Sheriff. Ich mach weiter. Okay, da oben ist vielleicht auch noch was. Wir gucken da gerade mal. Nö, leider nicht. Hier ist nichts. Schade. Auf jeden Fall, danke für die ganzen Komplimente. Und hier ist noch eine Nachricht auf den AB. Werner Schatz, falls du noch was von dem Lottogeld rumliegen hast, nimm es und hau ab. Irgendwas hat die Peggys richtig sauer gemacht und sie laufen amok. Du musst fliehen. Sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Okay, da soll also einer fliehen mit dem Geld, was er gewonnen hat. Ja gut, hier ist noch eine Karte. Aber ansonsten ist hier auch nicht mehr so viel. Ach, da ist der Schlüssel. Geil. Den hätte ich fast übersehen. So, wir haben den Schlüssel und rein da. Ah, ein Safe. Alles klar. Und wie viel Geld haben wir? 250.
Und Silberbarren, die ich irgendwie nicht nehmen kann. Warum auch immer. Hä? Warum kann ich die nicht nehmen? Leute? Ich kann die nicht nehmen. Da war noch Geld auf dem Tisch. Noch mehr Geld auf dem Tisch. Aber ich kann die nicht nehmen. Warum kann ich die Silberbarren nicht nehmen? Hä? Gib her! Gib doch her! Alter, meine Faust, die zerschlägt einfach den Safe. Wie krass ist das denn? Gib mir die Silberbarren, verdammt. Warum komme ich da nicht ran? Warum kann ich die nicht nehmen? Und da ist noch mehr Geld. Finde ich ein bisschen schade. Naja, gut. Dann machen wir weiter. Und zwar könnten wir eventuell hier das Versorgungsfahrzeug kaputt machen. Da hätten wir noch eine Person, die wir noch kennenlernen dürfen. Hier wäre noch ein Prepper-Versteck. Oder da wäre noch ein Außenposten. Beim Jugendlager. Eden Skater dieses alte Lager in eine Blumenwiese verwandelt. Am Ende wird aus ihnen die Droge Bliss. Ich glaube, da gucken wir mal vorbei. Und vorher machen wir den Schrein noch da kaputt. Und dazu nehmen wir einfach mal den kleinen Truck hier wahrscheinlich. Wir gucken gerade mal bei den Waffen. Ich möchte gerade noch mal etwas ändern. Wir haben ja gerade so viel Geld, wir können uns eigentlich mal eine neuere, bessere Waffe holen. Okay, dann gucken wir mal. Boah, wie lange dauert das denn schon wieder? Ich habe eben schon über eine Minute gebraucht oder warten müssen, bis das geladen hat hier. Jetzt dauert das auch schon wieder so lange. Was ist denn los? Okay, da bin ich endlich. Wir haben hier so ein paar Special-Waffen, die würde ich gerne mal austesten. Das ist auf jeden Fall eine Sniper, würde ich sagen. Hier haben wir eine Vector, die kenne ich aus PUBG. So wie wahrscheinlich viele andere auch. Und es gibt ja auch in ganz vielen anderen Shootern diese Waffe. Aber okay, ich glaube, ich nehme mal diese Sniper und tausche die aus für erstmal den Bogen. Dann machen wir noch einen Charlie drauf. Von den Stats her ändert sich da nicht viel. Von daher lasse ich das so. Und das Magazin auch noch. Fernrohr sollte erstmal so reichen. Würde ich sagen. Obwohl, Handhabung geht dann runter. Aber komm, wir machen das einfach. Okay, dann hätten wir die schon mal. Und dann nehmen wir vielleicht noch diese hier, ich weiß es nicht. Ich gucke nochmal hier. Gibt es hier noch irgendwas Besonderes? False Geist. Okay. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich lasse das erstmal so mit den Waffen. Haben wir noch was zum Verkaufen? Ja, einiges. Cool. Und Munition, braucht man das? Nicht viel. Aber ein bisschen, okay. Gut, da haben wir die neue Waffe. Eine Sniper. Und dann haben wir das und das und die Pistole. Okay. Wir können ja eigentlich gerade mal gucken, ob ich eventuell den Granatwerfer für die Pistole nehmen kann. Okay Leute, das ging. Ich konnte den Granatwerfer mit der Pistole austauschen. Das ist cool, Leute. Dann haben wir jetzt mal den Granatwerfer. Ist auch geil, oder? Damit können wir nämlich gut gegen gegnerische Fahrzeuge arbeiten. Und nun machen wir uns auf den Weg zum zweiten Außenposten, den wir noch befreien wollen. Aber auf dem Weg lag ja der Schrein, den wir auch noch kaputt machen. Und da vorne ist der Schrein. Und diesen Schrein werden wir befreien, indem wir unsere neuen Waffen mal austesten. Und zwar diese hier. Wunderbar. Komm, mach dich hier ab. Ich muss den Granatwerfer mal austesten. Bitte, geh. Ja, geh einfach, bitte. Geh. Es wird gefährlich gleich. Danke. Okay, und dann reden da. Okay, eine reicht nicht. Aber zwei reichen. Alles klar. Nun gut, das war's mit dem Schrein und wir gehen hier hoch. Jawohl. Okay, Leute, wir sind da. Wir sind bei dem Außenposten angekommen und ich würde gerne mal von hier einfach mal eine Seilrutsche darüber nehmen. Vielleicht schaffen wir es ja von hier aus trotzdem sneaky vorzugehen, wenn wir jetzt den Sniper zum Beispiel schon mal ausschalten würden. Ich warte gerade mal, bis der stehen bleibt.
Damit ich auch Janet verfehle. Geht er schon mal weg? Alles klar. Und sie sind schon aufmerksam geworden. Ja, cool. Wunderbar, Leute. Es hat lange gehalten. Ups. Es hat echt lange gehalten. Das ist so ein Schwachsinn, Alter. Wozu habe ich denn einen Schalldämpfer auf der Sniper, wenn die sofort wissen, von wo der Schuss kam? Ich hasse das an dem Spiel, echt. Können Sie sich die scheiß Schalldämpfer auch sparen? Dann brauche ich keine Schalldämpfer mitnehmen. Die wissen, Alter, diese ganzen Hinterwäldler wissen sofort, wo der Schuss herkam. Aus Meter genau, ist klar. Das ist so ein Schwachsinn. Wir kriegen jetzt erstmal ein paar Granatwerferschüsse rein. Hier, nimm das. Kommt her, ihr Drecksäcke. Da ist ja einer. Habe ich den getroffen? Nee, habe ich nicht. Doch, er... Was macht er da? What the fuck, was macht er da? Okay. Da ist ein Sniper. Okay, der ist weg. Wunderbar. Die Verstärkung kommt. Soll sie ruhig kommen? Ich habe nämlich einen Granatwerfer. Okay, das war's. Und nochmal drauf. Peng. Der ist ziemlich geil, der Granatwerfer. Ich mag den sehr. Sehr gut, dass ich mir den gekauft habe, denn die Pistole nehmen wir momentan eh nicht mehr. Na komm, treffen doch. Meine Güte. Schwere Geburt. Da kommt noch ein Auto. Schön mal unter den Unterboden und nochmal rein. Perfekt, da kommt noch das zweite Auto. Hör mal auf, mich anzuschießen. Hä? Der kriegt den Granatwerfer ab und es juckt ihn einfach nicht. Er macht einfach weiter. Alles klar. Oh, fuck. Ich hab auf die Kiste geschossen, nicht Depp. Ich bin ja blöd. Und noch ein Versuch. Hier. Jo, guten Tag. Du bleibst mal schön liegen. Bleib liegen, du alter Drecksack. Okay. So weit, so gut. Wir leben noch. Auch wenn das gerade echt knapp war. Jo, der hat mir einen Pfeil reingeböllert, Drecksack. Das zahle ich ihm heim. Tja, komm da her. Hier bin ich. Wir haben es geschafft. Der zweite Außenposten gehört uns. Sehr schön. Wunderbar, Leute. Das lief richtig gut heute. Ein schönes Bier. Sehr geil. Das haben wir. Kein Thema. Okay. Hier liegt noch ein Brief. Sektennotiz. Gott hat diese christlichen Camper an diesem Ort geschickt, um den Boden zu weihen. Vor all diesen Jahren lebten hier Kinder. Sie schliefen hier und priesen Gott in ihren Liedern und schenkten dem Boden auf diese Weise Kraft. Ich würde meine Seele darauf verwetten. Wir waren schon immer dazu ausersehen, hier unsere Saat auszubringen. Vergesst das nicht. Bewacht dieses Land, als wäre es eine der Ecksteine Edens selbst. Jo, alles klar. Das ist ein Erste-Hilfe-Koffer, den brauchen wir dringend. Nee, jetzt gerade nicht. Stachellattich. Da hinten ist noch eine Karte. Naja, warte. Ich muss gerade die Sachen hier noch durchgucken. Oh, da sind... Ah, hört das Wort. Der Pfad nach Eden steht all jenen offen. Das ist wieder so eine... Für ein Schrein. So ein Brief. Kann ich hier irgendwas herstellen? Nee. Aber hier, oder? Ja. Weil wir brauchen nämlich... gerade den Verschluss hier. Genau. Da können wir auch noch rein. Perfekt.
Gut, gut. Dann würde ich sagen, soll es das für heute erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.